Geld. Dieses Jahr hat sich die wirklich sehr spezielle Möglichkeit ergeben, in diesen alten Gebäuden der Deutschen Bank diese B3 anzusiedeln und zu zeigen. Das Spezielle dieser Gebäude ist natürlich, dass das die Vorstandsetagen der Deutschen Bank nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Hier sind viele spannende Entscheidungen getroffen worden. Und ich sage immer so ein bisschen, hier trifft Wirtschaftswunder auf Finanzkrise. Das spürt man auch ein bisschen in diesen Räumen. Und das Spezielle in der Situation ist natürlich, dass wir die letzten kulturellen Nutzer sind. Das heißt, Anfang nächsten Jahres werden diese ganzen Gebäude abgerissen und es wird hier ein neuer Hochhauskomplex errichtet werden mit 4 Hochhäusern. Es galt ja immer so ein bisschen als die verbotene Stadt, weil diese Gebäude der Deutschen Bank der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Und wir sind eigentlich die Ersten, die es ermöglichen, dass man hier auch mal sozusagen als normaler Mensch reinkommen kann und gucken kann, wie es hier drin aussah. Und wie gesagt, das speziell vor dem Hintergrund, dass das die letzte Möglichkeit sein wird, weil diese Räume dann ab 1. Januar kommenden Jahres komplett abgerissen sein werden. Die standen jetzt ja schon über 10 Jahre leer und wurden nicht benutzt. Also wir haben die jetzt nochmal wach geküsst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist irgendwie eine auch ein bisschen melancholische Stimmung natürlich, weil man manchmal denkt, eigentlich wäre es schön, wenn man sie erhalten könnte. Es wäre natürlich auch schön, wenn so etwas verwandelt werden könnte in eine Art Festivalzentrum für die Stadt Frankfurt, das dringend benötigt würde. Also insofern hat man ein lachendes und ein weinendes Auge. Man verabschiedet sich damit mit dieser Ausstellung von dieser gesamten Substanz.